als auch um die Abgrenzung zu typisch kunsthistorischen Vereinnahmungen wie Pop Art, Kitsch Art etc. Zusammen mit ihren Kommilitoninnen Linda Engels, Julia Hartenstein und Isabella Wild in Leben und Werk Achim Duchus einführen wird. Das Wort ist für uns. Es gab ebenfalls einen Katalog zur Ausstellung mit dem Titel Franzis kommt gern zum Fernsehen zu mir. Franzis kommt gern zu mir zum Fernsehen. Dieser wunderbaren Zeitung hier, die Achim und ich zusammen gemacht haben. Und da ist der letzte Satz, eben wurde ja auch Heinz Wack erwähnt von Bason Brock, der hat ja einen Text geschrieben, ich habe einen anderen Text geschrieben. Der letzte Satz von Bason Brock heißt dann, und von daher Thema Karriere, Thema Kunst oder Kunstmarken, das kann man alles auch, sagen wir mal, auf eine bestimmte Art und Weise wieder auch darstellen. Ja. Worum geht es letztendlich? Ich versuche das mal aus einem nicht wissenschaftlichen Blickwinkel zu sagen, obwohl wir hier als Wissenschaftler angekündigt sind. Aber es ist, glaube ich, interessant, dass man bei Achim sagen kann, wenn man ihn gekannt hat, zwar nicht lange, also bei mir jedenfalls, Norbert Fehling ist derjenige, der vielleicht mit Micha Kubal Achim am längsten gekannt hat, oder Katharina Sieberding, selbstverständlich, die ich eben auch gesehen habe von Weitem. Wichtig für mich, wenn ich das bewerten möchte, aus einer nicht ganz wissenschaftlichen Perspektive, ist, glaube ich, dass wir es mit einem Künstler zu tun gehabt haben damals, der gesprochen hat. Das klingt jetzt ein bisschen seltsam vielleicht, aber eben nicht eine Künstlerpersönlichkeit, die sozusagen introvertiert ist, an einem Werk 30 Jahre gearbeitet hat, nicht in aller Stille oder in aller Bescheidenheit, wie auch immer, sondern der Witz, der führte natürlich, oder der Humor oder die Ironie zum Teil, oder auch der gewissermaßen vielleicht auch der Sarkasmus vielleicht, in die Richtung, dass das ein sprechender Künstler war, weil er wollte unbedingt Kontakt aufnehmen mit denjenigen, die eben seine Werke sich anschauen sollten und nicht jemand, der in abstrakter Manier irgendetwas macht, nicht, was weiß ich, wie viele Jahrzehnte, und dann Ausstellungen, zeitweise dann Ausstellungen zu machen, die dann mutiert werden oder auch nicht mutiert werden, die dann wissenschaftlich, sagen wir mal, verarbeitet werden oder auch nicht. Das ist schon etwas, was vielleicht auch wichtig war. Das heißt also, die Aufnahme im Grunde genommen, die sehr zum Teil auch provokative Aufnahme mit denjenigen, die seine Kunst sich anschauen sollten oder mussten vielleicht auch, ein sprechender Künstler. So bezeichne ich das letztendlich auch, weil der Adressat und die Adressaten hier versucht haben.